Frankfurt Buchmesse, Halle 3.1. Das sind die Koordinaten für PISA Plus diesmal, denn wir sind heute mit Lehrern verabredet, die Bücher schreiben, und zwar über Schule und das, was sie dort erleben. Dass sie damit auf großes Interesse stoßen, das beweist Einblick auf die aktuellen Bestenlisten, denn hier findet man nicht nur Warnungen vor der digitalen Demenz und Neuköllner Bürgermeistergeschichten, sondern auch gleich mehrere Lehrerbücher, die neu erschienen sind. Warum Lehrer schreiben und worüber, das erzählen uns gleich zwei Autoren. Der eine steht frisch auf der schon erwähnten Bestenliste und der andere füllt mit seinen Lehreranekdoten schon seit Jahren ganze Kabarettabende. Außerdem aber wollen wir von einem Forscher wissen, warum Lehrer sich eigentlich auf diese Weise mitteilen und wie das mit ihrem Arbeitsalltag zusammenhängt. Unter Mikrofon bis drei ist Kate Malaike. Heiter bis katastrophal, so haben wir heute unsere Sendung von der Frankfurter Buchmesse genannt. Denn genau dieses Wechselbad der Gefühle stellt sich beim Lesen der Lehrerbücher, um die es bei uns heute geht, unweigerlich ein. Sie schildern ungeschminkt die Bildungsmisere in deutschen Schulen, aber es geht auch um herrliche Lehrerklischees und um Humorvolles aus dem Unterricht und dem Berufsleben. Ich gehe Schulhof heißt das Buch von Philipp Möller und es ist die Geschichte eines Aushilfslehrers, der in Berliner Grundschulen zum Teil Haarsträubendes erlebt hat. Das interessiert viele Leser in Deutschland. Das Buch ist nämlich auf der Bestenliste. Guten Tag, Herr Möller. Guten Tag, hallo. Wie erklären Sie sich diesen Erfolg? Lehrerbücher gibt es ja schon einige. Naja, der Erfolg liegt natürlich einerseits an dem Text, den ich geschrieben habe. Andererseits ist es aber einfach auch eine sehr gute Verlagsarbeit. Also Titel und Cover funktionieren offensichtlich gut. Der Leser weiß sofort, was ihn erwartet. Und es scheint diese Mischung zu sein, das haben Sie eben auch schon angesprochen, aus heiteren, aber eben auch katastrophalen Geschichten, die den Leser dazu bewegen, mal zu schauen, was geht eigentlich heutzutage an Schulen ab. Die meisten waren vor Jahren das letzte Mal auf einer Schulbank und wollen einfach gucken, was da passiert. Und es sind ja auch genug brisante Geschichten vorhanden. Genau, Sie beschreiben nämlich in Ihrem Buch Erlebnisse als Grundschullehrer, der als Quereinsteiger seinen Weg zunächst mal als Assistent des Schulleiters macht, bis zum Lehrer für alles. Sogar sexuellen Aufklärungsunterricht haben Sie gemacht, Sport auch fachfremd unterrichtet. Was hat Sie denn veranlasst, das Buch zu schreiben? Gab es da so einen Moment? Es gab viele Momente, in denen ich mir gewünscht habe, irgendwann mal ein Buch zu verfassen, das eben einer breiten Öffentlichkeit zugänglich macht, was heutzutage in einem solchen Schulgebäude los ist. Es ging dann letztlich so weit, dass ich eine Lektorin kennengelernt habe, die das vorgeschlagen hat. Und eigentlich muss man sagen, es waren fast tägliche Momente dabei, in denen ich mir gedacht habe, das muss raus, das muss aufgeschrieben werden. Deswegen habe ich mir immer Notizen gemacht und deswegen ging es letztlich auch schnell, den Text runterzuschreiben. Vielleicht können wir an der Stelle mal einen kleinen Auszug aus Ihrem Buch hören. Wir haben eine Stelle ausgesucht, die ich Sie bitten würde, jetzt mal kurz zu lesen. Ja, gerne. Ich muss dazu sagen, dass es sich um eine Sportstunde handelt, in der ein Fünftklässler tatsächlich auf mich losgegangen ist und sich mit mir prügeln wollte, um das mal zu Deutsch zu sagen. Nach der Sportstunde, die hauptsächlich aus Standpauken und Strafrunden bestand, verlasse ich die Halle und zittere noch immer am ganzen Körper. Bei einer Zigarette frage ich mich schließlich, ob ich gestern die richtige Entscheidung getroffen habe. Die Senatsverwaltung hat meiner Vertragsverlängerung für die nächsten 6 Monate zugestimmt, also bin ich mal wieder zur Unterschrift in den Verwaltungsbunker gefahren. Nach einer solchen Aktion wie eben hätte ich allerdings keinen weiteren Vertrag unterzeichnet. Lieber wäre ich vorübergehend arbeitslos geworden, als mich weiter diesem Terror auszusetzen. Ich frage mich, wie lange ich das noch durchhalte. Wie gehen andere Lehrer mit solchen Situationen um? Wie hätte eine kleinere und ältere Kollegin, die über deutlich weniger Körperkraft verfügt als ich, auf den Angriff eines durchdrehenden Fünftklässlers reagiert? Hoffentlich begegnet mir heute niemand mehr, der sich über das gute Gehalt von Lehrern oder die vielen Ferien beschwert. In meiner jetzigen Verfassung würde ich so jemanden wahrscheinlich am Ohrläppchen in die Schule schleifen und zu einer Woche Strafpraktikum verdonnern. Mal schauen, ob es dann noch Anlass zum Neid gäbe. Das klingt ziemlich verzweifelt, zumindest in diesem Teil des Buches. Sie stammen aus einer Lehrerdynastie, das kann man sagen. Also Sie sind selbst Diplompädagoge und der Vater und der Opa waren Lehrer, aber auch Ihre Lebensgefährtin ist Lehrerin. Was hat Sie dazu getrieben, dass Sie sogar einmal geweint haben? Also die konkrete Situation, in der ich weinen musste, war einfach eine heftige Ansammlung von verschiedenen Erlebnissen, die
eigentlich damit losging, dass mir der Kragen geplatzt ist. Ich hatte den Tipp bekommen, mit dem langen Plastiklineal auf den Tisch zu knallen, damit Ruhe ist. Und das habe ich zu doll gemacht. Das Plastiklineal ist in viele kleine Stücke zerflogen und es gab großes Trara und ich war kurz davor zu kündigen. Und so gab es eben eine Zeit, in der eine Menge Dinge zusammenkamen. Ich habe einen Schüler kennengelernt, der tatsächlich Angst hatte, dass ich ihn schlagen möchte. Ich habe ihn nach draußen gebeten, vor die Tür, um mal ein paar klärende Worte mit ihm zu reden. Und als ich dann mein Leid klagte vor einer kleinen Gruppe von Mathe-Nachhilfeschülerinnen und Schülern, sagten die, ach Herr Möller, ist doch alles ganz normal, wir werden jeden Tag von unserem besoffenen Vater mit dem Gürtel geschlagen. Und das war der Moment, wo mein Vater mich dann wiederum von der Schule abholte, um mit mir einen Kaffee trinken zu gehen und nur fragte, Philipp, wie geht's dir? Und ich bin einfach in Tränen ausgebrochen. Bernhard Sieland ist Professor für pädagogische Psychologie an der Leuphana-Universität in Lüneburg und er forscht seit Jahren zum Thema Lehrerbelastung auch. Er ist uns nun zugeschaltet. Guten Tag, Herr Sieland. Guten Tag. Schockierende Erlebnisse von der Bildungsfront, so lautet eine Fachkritik zum Buch von Herrn Möller und ich finde, er hat das gerade sehr eindrücklich auch geschildert, was da im Argen liegt. Das ist für Sie aber auch nichts Neues. Überforderungen, Missstände, davon hören Sie auch in Ihren Forschungen. Passt das in das Bild, das Sie aktuell vom Lehrerberuf in Deutschland haben? Das passt auf jeden Fall in das Bild, denn die Schule ist ein Ort, wo Menschen mit Bedürfnissen und Frustrationen aufeinandertreffen und wo es darum geht, dass sie Fähigkeiten bestätigt oder aberkannt bekommen und gleichzeitig auch ihr Sozialverhalten und ihr Sozialprestige gefährdet wird, wenn etwa jemand vor der Klasse kritisiert wird. Das heißt, die Schule ist eigentlich auch immer ein Ort, bei dem sowohl der Lehrer als auch der Schüler riskiert ist in seiner Selbst- und Fremdwertschätzung. Und das ist ja das Merkmal von personenbezogenen Dienstleistungen. Ein Tischler braucht keine kooperationsbereiten Bretter, der kann die Bretter glatt machen. Lehrer können aber Schüler nicht lernen machen, Schüler können sich auch nicht selber lernen machen. Und wenn ich Herrn Möller richtig verstanden habe, hat er noch ein drittes Leid erfahren, das nenne ich mal die informierte Hilflosigkeit. Er kann sehen, was den Kindern fehlt und kann es ihnen nicht geben. Er kann sich ausrechnen, was aus den Kindern wird, wenn da keine Veränderungen stattfinden. Und er steht einigermaßen hilflos dabei. Wenn er dann noch einigermaßen empathisch ist und mitfühlt, dann hat er seine eigenen Gefühle und die Erspürten der anderen mit zu erleben und zu bewältigen. Und das kann an die Grenze gehen. Warum denken Sie denn, auch als Wissenschaftler, schreiben Lehrer dann ein Buch oder ein Tagebuch im Internet? Viele bloggen ja auch. Ist das so eine Art Selbsttherapie? Also, das könnte so sein. Der Fachbegriff dafür heißt Expressive Writing. Das heißt das Ausdrücken von Betroffenheit. Und das ist eine ausgesprochen kluge Art der Bewältigung von Problemen. Ich möchte eigentlich umgekehrt Herrn Möller danken, dass er dieses schreibt. Denn wenn Professoren versuchen, die reale Belastung von Lehrkräften zu beschreiben, oder wenn Lehrer von sich aus sozusagen gewerkschaftlich berechtigte Klagen vorbringen, dann kriegt man ganz schnell Gegenwind der versammelten Elternschaft. Aber wenn jemand in Episoden beschreibt, was ihn betroffen macht und das auch am Buchmarkt ankommt, dann kommt dabei ein Schulterschluss mit Lehrern und mit Eltern und damit ein Verständnis zustande, was ziemlich kostbar ist und was wir normalerweise nur ganz schwer erreichen. Fragen wir doch mal Hans Klaffel, ob er diesen Schulterschluss als Lehrer auch schon kennengelernt hat. Klischees, Vorurteile in Bezug auf den Berufsstand Lehrer. Herr Klaffel, das ist etwas, was Sie seit vielen Jahren im Blick haben. Sie sind Gymnasiallehrer für Musik in Bayern und stehen, wie Sie selbst sagen, seit 26 Jahren vor der Klasse und machen das Ganze auch zum Kabarettprogramm. Bei den Lehrergeschichten klatschen sich die Leute also auf die Schenkel und gerade haben Sie auch noch ein Buch veröffentlicht, hier auf der Buchmesse Deutsch Lehrer, Lehrer Deutsch. Erstmal schönen guten Tag. Grüß Gott. Also der Schulterschluss mit den Eltern, die Wahrheit, die aus dem Schulalltag sozusagen über Bücher und Kabarett in die Welt kommt. Erleben Sie den? Kriegen Sie entsprechende Reaktionen?
Relativ selten. Also der Schulterschluss mit den Eltern konkret in der Schule, das ist schon eher die Seltenheit. Normalerweise oder häufiger ist, dass man als Lehrer sozusagen sich rechtfertigen muss für das, was da los ist, was da läuft. Und Eltern sehen halt ihr eigenes Kind und dass dem geschieht unter Umständen Unrecht, dass das Ganze in einer ganz anderen Situation verläuft, als die Eltern von zu Hause kennen. Das übersehen die gerne. Ich habe das auch in meinen Programmen drinnen. Ich sage da immer, es gibt von jedem Kind zwei Exemplare, das zu Hause, das die Eltern kennen, zu Hause, das wissbegierige, interessierte Kind, das sie aber dummerweise zu Hause behalten, während sie den Mr. Hyde dann in die Schule schicken, wo er dann im Klassenverband halt eine ganz andere Rolle spielt, ganz andere Bedürfnisse hat und auch seine Rolle spielen muss, auch seinen Platz in der Hackordnung einer Klasse finden muss. Das ist eine ganz andere Situation, als die Eltern sie mit ihren Kindern erleben. Deshalb ist dieser Schulterschluss schwierig für die Eltern. Sie können das eigentlich gar nicht. Was ist denn dann Ihr Motiv, mit Ihren Anekdoten und Geschichten und Erlebnissen an die Öffentlichkeit zu gehen? Eigentlich in erster Linie Unterhaltung. Ich möchte die Leute, die Menschen unterhalten. Ich habe nicht eine große politische Absicht. Das überlasse ich Leuten, die das auch drastischer kennengelernt haben, so wie Philipp Möller, der es offenbar erlebt. Das erlebe ich in einer bayerischen Vorstadtschule nicht so dramatisch. Ich muss es ganz offen sagen. Ich unterrichte an einem Gymnasium in einem Vorort von München. Da ist natürlich schon ab und zu geht da was schief. Wir haben immer wieder mal ein Drogenproblem und solche Dinge. Aber diese komplette Bildungsresistenz, die haben wir hier nicht. Also da ist immer wieder mal ein Ausreißer drinnen in einer Klasse, einer, der nicht recht weiß, warum er da ist. Oder auch Eltern, die nicht recht wissen, warum sie ihre Kinder da hinschicken. Aber das ist die Ausnahme. Wir haben diese Probleme so dramatisch, wie sie Herr Möller aus Berlin schildert, garantiert nicht. Jedenfalls nicht an der Schule, an der ich unterrichte. Andere Länder, andere Sitten sozusagen, auch in den Schulen kann man da sagen, aber auch andere Vorurteile. Darüber wollen wir gleich noch ein bisschen mehr sprechen. Herr Möller, lesen Sie selbst Lehrerbücher? Wenig. Warum nicht? Also ich habe natürlich die jetzt quasi meine Mitbewerber sind, gelesen, aber habe als Familienvater, als jemand, der noch nebenberuflich für eine Stiftung arbeitet, als Lehrer, der 28 Stunden die Woche unterrichtet hat, einfach meine Prioritäten und die liegen hauptsächlich bei meiner Tochter und bei meiner Frau. Professor Sieland, lesen Sie Lehrerbücher? Ich habe ein Online-Forum, in dem Lehrer ihre Probleme anonym darstellen können. In diesem Forum lese ich sehr viel und erfahre dabei auch, dass sozusagen es schon mal hilfreich ist, wenn man Probleme ansprechen kann. Und in diesem Forum sind dann auch Schulleiter, Schulpsychologen, Mediziner und ähnliche, die dann fachlichen, also multiprofessionellen Rat geben können. Das lese ich zum Unterhaltenszweck eigentlich eher nicht. Und Herr Klaffel, wie sieht's bei Ihnen aus? Ich lese sehr viel, aber Lehrerbücher eigentlich gar nicht. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe ein einziges Buch gelesen von einem Lehrer geschrieben, einer Lehrerin, das mir auch nicht besonders gefallen hat, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich ein zweites gelesen hätte. Nein, das ist nicht mein Thema. Heiter bis katastrophal geht es zu, wenn Lehrer über Schule schreiben. Und das tun sie in Deutschland immer häufiger. Wir berichten darüber heute hier in PISA Plus und hören auch gleich mal rein, was die Besucher hier auf der Frankfurter Buchmesse an diesen Büchern interessiert oder auch nicht. Sind Lehrerbücher für Sie Fluch oder Segen? Lesen Sie sowas? Vom Prinzip her denke ich eher nicht, dass wir Jugendliche sowas lesen, weil einfach wir genug eigene Probleme haben. Und da kann ich mir nicht so vorstellen, dass die Lehrer so große Probleme haben, speziell mit uns Schülern. Mich würde interessieren, die Probleme, die der Lehrer mit den Schülern hat, also sprich die Aufmerksamkeit der Schüler zu erlangen. Nee, interessiert mich nicht. Würde ich lieber meine kostbare Zeit einen guten Roman lesen. Ja, gerne, weil ich ein bisschen keine Ahnung mehr habe, was los ist in Schulen. Zum Beispiel verschiedene Kulturen, verschiedene soziale Herkünfte, was Kinder von zu Hause gewohnt sind und wie sich das nicht unbedingt mit dem trifft, was in der Schule passiert. Das interessiert mich eher nicht, was der Lehrer für ein Problem mit mir hat. Ich denke, dass es sich in den meisten Fällen positiv auswirkt, weil die Schüler ja dadurch dann auch die Lehrer besser verstehen. Meine Kinder sind Gott sei Dank durch die Schule durch und jetzt ist das Kapitel für mich abgeschlossen. Ich habe jetzt einen Sohn, der in die zweite Klasse geht und von daher interessiert man sich dafür natürlich. Das ist halt für Lehrer schwierig.
Leistungsschwächere auf das höhere Niveau von den Besseren zu kriegen, aber dabei die Besseren nicht zu vernachlässigen, dass die vielleicht runtergezogen werden, all sowas. Sowas lese ich in der Zeitung. Ein Buch würde ich wahrscheinlich nicht kaufen. Nur Segen, weil alle damit irgendwo profitieren. Zum Beispiel, eigene Erfahrung, pubertierende Kinder, sich den Eltern nicht so anvertrauen oder vielleicht Fremden oder vielleicht sogar Lehrer als Bezugspersonen mehr anvertrauen, anders reden, das kann durchaus was Befruchtendes sein. Islam im Schulunterricht, sowas interessiert mich. Ich würde es nicht lesen. Ein gesellschaftlich relevantes Thema ist es natürlich schon, was vielleicht deine Beweggründe sind, Lehrer zu werden. Aber wirklich interessieren tut es mich auch nicht. Ich würde eher kein Buch vom Lehrer lesen, weil Lehrer sehen das ja teilweise eigentlich nur von ihrer Seite. Und die verstehen das, glaube ich, auch wenig, wie wir das sehen. Und wenn man dann halt nur so die Seite von den Lehrern liest, ich glaube, das kommt einem dann ein bisschen zu subjektiv vor. Ich habe selbst keine Kinder, aber mich würde interessieren, mit welchen Problemen die Lehrer kämpfen und ob das so schlimm ist, wie man klischeehaft glaubt. Dass die Schüler dem Lehrer auf den Kopf tanzen und dass es doch schwierig ist, die zu bändigen und dann auch Unterricht zu vermitteln, ohne dass es wie so ein kleiner Hühnerhaufen da abgeht. Also das waren die Eindrücke und die Aussagen von der Buchmesse. Professor Sieland, wie ernst ist Ihrer Ansicht nach eigentlich die Lage und wer muss jetzt was tun, damit wir vielleicht nicht so ganz schlimme Geschichten immer aus dem Schulalltag hören? Also ich denke, dass die Lage für verschiedene Lehrkräfte, aber auch für verschiedene Schulen völlig unterschiedlich zu beurteilen ist. Wenn man die Frage stellt, wie kann man Stellschrauben finden, an denen man etwas ändern kann, dann muss ich sagen, muss man an 10 Stellschrauben gleichzeitig arbeiten. Zum Beispiel an der Lehrerausbildung. Die Vorbereitung auf eine Arbeit, bei der es wenig Fremdverstärkung gibt. Ja, jeder Künstler erwartet Beifall oder Ähnliches als Fremdverstärker. Ein Zahnarzt kommt nicht auf die Idee, während er an Patienten arbeitet, von dem Verstärkung zu bekommen. Lehrkräfte müssen ganz oft sozusagen gegen die Intention der Schüler darauf hinweisen, dass dies oder jenes falsch ist. Das heißt, sie brauchen ein hohes Maß an Selbstverstärkung. Das müsste in der Ausbildung vermittelt werden und wird zu wenig vermittelt. Müsste man vielleicht auch ein bisschen mehr auf Eignung schauen? Ganz genau. Das ist für uns ein ganz großes Anliegen. Wir haben ein Internetportal, in dem es um Selbsteinschätzung von Eignung geht. Eine Reihe von Dingen, die im Lehrerberuf existenziell gebraucht werden, kann man nämlich gar nicht per Ausbildung vermitteln. So etwas wie Frustrationstoleranz, wie die Fähigkeit, Fehler auszuhalten und Ähnliches. Da sind sehr, sehr viele Dinge mitzubringen. Heiterkeit, Dankbarkeit über das Mögliche statt Verzweiflung über das Unmögliche. Da ist sehr, sehr viel mitzubringen, was man in der Ausbildung gar nicht mehr vermitteln kann. Insofern macht es absolut großen Sinn, in der Lehrerausbildung, und das geschieht jetzt an den meisten Unis, zusätzliche Programme zur Selbstüberprüfung der Eignung. Sie sitzen gerade wieder an Forschungsarbeiten zur Lehrerbelastung. Wo stehen Sie da? Im Grunde haben wir gerade ein sehr großes Buchhandbuch Lehrergesundheit herausgegeben, was auch online abrufbar ist, in Kooperation mit der DHK. Da haben wir 30 Schulen über 3 Jahre betreut. Wir glauben, dass es sehr unterschiedliche Ansätze geben muss, um die Lehrerbelastung zu reduzieren. Und dabei geht es um Ansätze im Verhalten der Lehrkräfte, aber auch in den Einstellungen der Lehrkräfte. Es gibt inzwischen so etwas wie die Bereitschaft, sich selber zu überfordern. Und solange eine solche Haltung es verhindert, dass die Betreffenden Pausen nehmen, dass die Betreffenden über ihre eigenen Grenzen mit anderen Lehrkräften sprechen, muss da etwas geschehen. Es muss das Schulklima erlauben, dass man sich ausreichend austauscht. Dazu brauchen wir Zeitgefäße und die Kultusministerien haben es verabsäumt, seit Jahren Zeitgefäße für Gespräche bereitzustellen. Die außerunterrichtlichen Aufgaben sind explodiert und die Zeitraster für Lehrkräfte haben sich nicht angepasst. Wir machen Zielvereinbarungen, ohne dass wir Ressourcenvereinbarungen machen. Das ist im Prinzip eine Beihilfe zur Selbstüberforderung. Der Appell, der abschließende, von Professor Bernhard Sieland von der Leuphana-Universität. Dankeschön für den Besuch in PISA+. Herr Möller, Sie haben, als es um das Thema Ausbildung von Lehrern ging, gerade sehr heftig genickt, weil Sie sind ja jetzt kein ausgebildeter Lehrer, Sie sind Diplompädagoge, das heißt für Erwachsenenbildung eigentlich zuständig, waren ja Quereinsteiger, aber Sie haben auch gesehen, dass die hauptamtlichen Lehrer nicht für ihre Herausforderungen vorbereitet waren.
Ja, zumindest nicht alle. Also ich habe eine ganze Menge genickt während der letzten Worte, weil mir vieles von dem aus der Praxis eben bekannt war. Ich habe durchaus sehr, sehr gute Lehrer erlebt, sehr engagierte Lehrer und Lehrerinnen. Solche, die also mit Herz, möchte ich sagen, an die Sache herangehen. Solche, die auch die angesprochene Frustrationstoleranz mitbringen. Auch den Eigenhumor, möchte ich mal sagen. Und eben die Möglichkeit, sich selbst Fehler einzugestehen. Aber ich denke, wir müssen auch noch auf die Schulleitung gucken. Denn meine Mutter, die nun auch Lehrerin ist, sagte immer, der Fisch stinkt vom Kopfe her. Das ist kein besonders schönes Bild, aber es ist relativ treffend. Denn ich meine nicht, dass Schulleiter unbedingt Lehrer gewesen sein müssen. Hier handelt es sich hauptsächlich um Personen, die Managementfähigkeiten mit sich bringen müssen. Sie müssen auch unterstützt werden durch jemanden, der eine Art Verwaltungsleitung macht, der sich also mit dem ganzen Papierkram oder jetzt eben elektronisch auseinandersetzt. Und ein Schulleiter muss in der Lage sein, sein Kollegium zu führen und ein Klima zu schaffen, in dem sich Lehrer und letztlich eben auch die Schüler wohlfühlen. Herr Klaffel, nun muss ja der Lehrer oder die Lehrerin sich in Deutschland immer unglaublich viel anhören. Es sind die Prügelknaben der Nation, so wurde es mal beschrieben. Und sie haben unglaublich viele Klischees, die sie mit sich tragen. Aber genau mit diesen Klischees spielen sie ja auch in ihrem Kabarettprogramm. Welches Klischee bringt Sie aber persönlich als Lehrer am meisten auf die Palme? Also was stimmt und was stimmt nicht? Klären Sie uns auf. Ja, es stimmt einiges, so wie es immer bei Klischees ist, oder zum Teil. Was mich auf die Palme bringt, wo ich mich wirklich ärgere, das ist dieses alte Klischee, der Lehrer hat vormittags recht und nachmittags frei und jede Menge Ferien und arbeitet zu wenig, faule Säcke und so, wir kennen die Zitate. Und das bringt mich wirklich auf die Palme, denn das ist wirklich unfair. Herr Professor Sieland hat eben gerade gesagt, die Ministerien leisten Beihilfe zur Selbstüberlastung. Ich würde weitergehen. Es ist sogar die Aufforderung zur Selbstüberlastung. Denn das, was er sagt, ein Gefäß für zeitliche Freiräume, das ist überhaupt nirgends vorgesehen, in keinem Ministerium. Und da geht es also einfach darum, dass die Lehrer ja während der Schulzeit bis an ihre Grenzen gehen und ihnen dann diese 10-12 Wochen Ferien vorzuhalten, das ist einfach unfair. Denn die Arbeitsüberlastung, die Arbeitsbelastung, sagen wir mal, bei Lehrern ist enorm. Das muss jeder sehen, der mit dem Beruf zu tun hat. Und wenn ich dann sowas höre wie ein Artikel im Stern, Lehrer macht endlich euren Job oder sowas, da gehe ich auf die Palme. Da muss ich mich wirklich ärgern. Also das ist das, wo es bei mir aussetzt. Aber nochmal zurück zum Klischee. Wenn Sie abends vor Ihrem Publikum sind, haben Sie einen Rotwein dabei, haben Sie mir erzählt. Das ist kein Rotwein, sondern das ist Saft. Aber Sie spielen mächtig mit dem Klischee. Dann klatschen die meisten wahrscheinlich am lautesten. Oder bei welchem Thema? Das ist ganz am Anfang eines meiner Programme. Und in dem Moment, wo der Lehrer seinen Stapel Hefte, die er korrigieren muss, anschaut und dann als erstes zur Rotweinflasche greift, sich ein Glas Wein einschenkt, da klatschen die Lehrer im Publikum. Weil sie sagen, das kenne ich ja. Da sitzt man dann abends um 8 Uhr, 9 Uhr da und sieht, was man noch vor sich hat. Und dann ja, kommt eine gewisse Verzweiflung, die hier einfach nur symbolisch in diesem Rotweinglas sich sammelt. Es soll damit nicht heißen, dass die Lehrer Alkoholiker sind. Also das wäre eine Fehlinterpretation dieser Situation. Aber da freuen sich die Lehrer, weil sie sagen, ja, genau so ist es. Wenn andere sich hinsetzen und sich die Tagesschau anschauen, dann sitzen wir am Schreibtisch und fangen erst nochmal richtig an, weil das bis morgen fertig sein muss. Und ja, und das sieht halt der Normalverbraucher nicht. Und dann kommen solche Dinge, solche blöden Sprüche raus wie, ja, die Lehrer haben keine Arbeit. Wenn Sie wieder zurück in der Schule sind, das sind Sie 2 Tage noch in der Woche, denn Sie sind in Altersteilzeit. Was sagen dann eigentlich Ihre Schüler zu Ihrem Kabarett und zu dem, was Sie dann machen, wenn Sie nicht in der Schule sind? Naja, in Kabarett gehen natürlich nur die älteren Schüler und die finden das recht lustig, versuchen dann meistens, wenn sie am nächsten Tag mich in der Schule dann wieder sehen oder ein paar Tage später, sozusagen Szenen nachzuspielen, also geben dann Stichworte oder auch, wenn wieder irgendwas Absurdes passiert, dass sie dann sagen, kommen wir jetzt ins Programm. Und das gelingt ihnen natürlich auch immer wieder mal. Also mein Programm entsteht ja in der Schule. Wie also denn? Machen Sie sich da Notizen oder wie läuft das?
Ich habe schon, also erst einmal beobachten und feststellen und vor allem den Blickwinkel ein bisschen von außen nehmen. Wenn man als Lehrer drinsteckt, dann kann man fast nicht mehr beobachten. Man muss schon ein bisschen schaffen, einen Schritt zurückzutreten und das ein bisschen, sich selber auch ein bisschen von außen zu betrachten und sagen, was habe ich denn da wieder gemacht? Denn alles das, was ich in meinen Programmen an Absurditäten bei Lehrern in der Schule, bei Eltern und so weiter beschreibe, soweit es den Lehrer betrifft, bin ich es ja größtenteils selber. Ich beobachte hauptsächlich mich selber, stelle aber dann fest, dass es anderen genauso geht. Vorhin Professor Sieland hat von der Selbstverstärkung gesprochen. Ich glaube, da leiste ich schon meinen Beitrag dazu, wenn Kollegen nach der Vorstellung zu mir kommen und sagen, ach, tut das gut, wenn man sieht, anderen geht's ganz genauso, wenn sie eine Szene spielen, von der ich mir denke, die könnte mir auch passiert sein und anderen geht's genauso, dann sind die irgendwie zufrieden und es ist irgendwo ein kathartischer Effekt. Also insofern hoffe ich schon, dass ich was zur Lehrergesundheit beitrage. Aber rein technisch geht es so, dass ich das halt beobachte und mir Notizen mache und dann wird das am Schreibtisch irgendwie so zusammen kombiniert, dass daraus nun ja ein Programm, ein unterhaltungsfähiges Programm draus wird. Was ich nicht tue, ist übertreiben, das ist nicht nötig. Im Gegenteil, ich habe immer wieder Situationen, wo ich mir sage, na, so geht's nicht, wenn ich das auf die Bühne bringe oder wenn ich das in ein Buch aufschreibe, das geht schief, das glaubt niemand, das hält niemand für möglich. Ich glaube, da wird mir der Kollege Möller zustimmen. Also, Fragen wir ihn nochmal, Herr Möller, stimmen Sie zu? Übertreiben mussten Sie wahrscheinlich gar nicht in Ihrem Buch. Nein, übertreiben ist in der Tat nicht notwendig. Situationen sind wirklich haarsträubend genug, um sie einfach so aufzuschreiben, wie sie sind. Und natürlich gehört dazu, das Ganze zu beobachten. Ich habe mir zwischendurch auch tatsächlich Notizen gemacht, weil ich ja auch wusste, dass ich das Buch bringen möchte. Aber bei mir war auch klar, dass das Buch Infotainment werden soll, eben nicht nur Entertainment. Ich wollte ja ganz bewusst wirklich unterhalten, einmal um die Leser zu erreichen, aber eben dann auch im nächsten Satz dafür sorgen, dass den Lesern das Lachen im Halse stecken bleibt. Also das Buch ist ganz bewusst so geschrieben, dass Leser es möglichst mit einem lachenden und einem weinenden Auge beiseite legen, eben damit eventuell ein politischer, gesellschaftlicher Impuls von dem ausgeht, was ich tue. Denn mein Ansinnen war nicht nur, mir von der Seele in Anführungsstrichen zu schreiben, was mir passiert ist, sondern tatsächlich etwas damit zu bewegen und eine breite Öffentlichkeit darüber zu informieren, wie schlimm die Zustände sind. Es hat dadurch leider immer so den Beigeschmack des Alarmismus. Abrechnung auch ein bisschen. Ne? Ja, wobei ich ja ganz bewusst niemandem die Schuld in Anführungsstrichen in die Schuhe schiebe, denn jeder ist so, wie er ist. Und da gibt es natürlich hässliche und weniger hässliche Situationen. Aber ich denke, was her muss, ist in jedem Fall eine scharfe und schärfste Kritik an der Arbeit der Senatsverwaltung in Berlin, die tatsächlich ja versucht, gute Reformen umzusetzen, aber diese eben nie mit den entsprechenden Mitteln ausstattet, sodass das immer wieder kaputt geht und eigentlich gar nicht durchgeführt werden kann. Und ich denke, da müssen wir am ehesten ansetzen, nämlich bei der Bildungspolitik und eben auch bei der Sozialpolitik. Also die... Darf ich da gleich ja, dazu? Ja, gerne. gerne. Ich finde es absolut richtig und wichtig, was Herr Möller macht. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man diesen Anspruch auch wirklich was zu verändern. Das ist unbedingt notwendig und ich werde mir natürlich selbstverständlich auch sein Buch beschaffen, das ist ganz schön. Klar. Aber mein Ansatz ist ein anderer. Aber das heißt nicht, dass ich Ihren Ansatz jetzt nun für irgendwie nicht wichtig oder sowas halte. Im Gegenteil, ich finde das ganz, ganz wichtig und ich finde auch das Ziel richtig, nämlich gerade bei Ministerien, Senatsverwaltung, je nachdem, wie das in den einzelnen Ländern heißt, da ist meines Erachtens auch wirklich das größte Problem. Eine Reform anzustoßen und dann, naja, dann schauen wir mal, was daraus wird, da nicht dran zu bleiben, keine Nachhaltigkeit in diesen Reformen, von denen einige wirklich nötig und gut sind auch. Also manches, was da angeleiert wurde, ist gut, aber dann wird es wieder auf eine Weise in den Sand gesetzt, weil sich plötzlich niemand mehr interessiert dafür oder weil es in Hände gerät, die dafür nicht geeignet sind oder weil ganz einfach die Finanzierung wieder nicht ausreicht. Und dieses Problem führt bei Lehrern entweder dazu, dass man versucht, das selber
auszugleichen und sich da in eine Burnout-Schleife hineinarbeitet, sich daran selbst, Selbstüberlastung. Und die andere Reaktion, dass man sagt, naja, also ich ändere es nicht mehr, mir ist es egal, ich habe noch, was weiß ich, 5 Jahre bis zur Pensionierung, also die überlebe ich auch noch und sitze sozusagen da verabsentiert. Das ist ein Teil meines Programms und da kommen dann Kollegen hinterher und sagen, ja, ich gehöre zu denen, die Sie da beschrieben haben, und die anderen kommen und sagen, ja, ich bin so einer, wie Sie da beschrieben haben, ich habe 4 so Lehrertypen, und die Kollegen kommen dann und ordnen sich selber zu und sagen, ja, es geht ja nicht anders. Ja. Oder ich habe mich überarbeitet, ich muss jetzt anders arbeiten. Da muss wirklich von der Organisation, also speziell von Kultusministerien, nicht nur von unserem in Bayern, da muss was getan werden. Überall. Da werden wir Lehrer völlig allein gelassen. Herr Möller, ich hatte ja schon angesprochen, dass es auch einige Internetblogs gibt. Mittlerweile werden auch immer mehr. Und die sind zum Teil anonym. Auch eine der Lehrerinnen, die anonym bleiben will, die aber offenbar auch aus ihrer Stadt kommt, ist auch mit 2 Büchern in der besten Liste. Warum haben Sie sich entschieden, das Ganze mit Ihrem wirklichen Namen zu machen und nicht anonym zu bleiben? Also erstmal war das nicht nur meine Entscheidung, sondern auch eine Verlagsentscheidung. Und ich denke auch, dass es die richtige Entscheidung war, weil der politische Impuls, der von einem solchen Buch ausgehen kann, natürlich immens verstärkt wird, wenn man öffentlichkeitswirksam mit diesem Buch arbeiten kann. Ich weiß auch, dass das Buch von dieser Frau Freitag eine andere Herangehensweise hat. Man muss sehr zwischen den Zeilen lesen, dass es eben auch tragikomisch ist oder eben tragisch ist. Das ist in meinem Buch nicht so. Ich formuliere sehr explizit, welche Gedanken ich mir dabei mache und bekomme gutes Feedback auf diese Mischung aus der Beschreibung und der Reflexionsebene. Und es geht eben genau darum, ja, ein etwas gesellschaftlich dadurch zu ändern. Nicht nur Lehrerbücher sind auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse im Trend. Das Thema Bildung insgesamt ist ja schon seit einigen Jahren verstärkt von den Veranstaltern in den Vordergrund geschoben worden. Mehr Akzente will man setzen, um auch Schüler und jüngere Leser anzusprechen. Welche Schwerpunkte bei Sachbüchern Bildung diesmal im Angebot sind, das hat Afanasia Zwick sich mal angeschaut. Digitales Lernen, Spracherwerb und die großen Herausforderungen Inklusion und Integration finden sich verstärkt auf den Anbietertischen der Frankfurter Buchmesse. Die Verlage haben den Informationsbedarf erkannt und auch den Markt entdeckt. Im sogenannten digitalen Klassenzimmer steht gerade bildende Kunst auf dem Stundenplan. Michelangelos David dient als Anschauungsmaterial. Dann sehe ich, der hat einen sehr großen Kopf. Also mit 2-dimensionalen Ansichten kann man sowas überhaupt nicht vermitteln. Also überall da, wo die anderen Medien an die Grenzen stoßen, da schaffen wir ein zusätzliches Tool für den Lehrer. Stefan Konigen hat die 3D-Tafel als ergänzende Unterrichtsmethode mitentwickelt. Für knapp 20.000 Euro haben bundesweit 20 Schulen das Hightech-Gerät schon vor ihre Kreidetafel geschoben. Der Trend, die Schule zu digitalisieren, sei unaufhaltsam, sagt Martina Wolf de Carrasco, Leiterin für den Vertrieb Bildung. Für sie ist ganz klar, erfolgreich lernen kann nur, wer auch Spaß dabei hat und sich am besten in der Schule ganz wie zu Hause fühlt. Auf die Kinder einzugehen und sie da abzuholen, wo sie sich in ihrem Alltag befinden. Und der ist natürlich sehr stark geprägt durch Fernsehen, durch iPads. Das verändert das Lernen und auch die Art der Aufnahme. So wird stärker versucht, auch spielerisch da anzusetzen und den Kindern entgegenzukommen, weil man ja möchte, dass sie bei der Stange bleiben. Moderne Gruppen- und Teamarbeit, bei der sich die Schüler die Inhalte selbst erarbeiten, ersetzt aber nicht nur den veralteten Frontalunterricht. Kinder mit Migrationshintergrund oder Lernschwächen wollten und könnten sich durch die neuen Medien besser beteiligen. Auch die Schulbuchverlage stellen Integration in den Fokus. Ihr Weg lautet, die eigene Sprache als Fremdsprache kennenlernen. Reinhard Ahrens vom Cornelsen Verlag über das druckfrische Lesebuch Der, Die, Das. Kontrastiv uns deutschen Muttersprachlern den Spiegel vorhalten, wo Kinder aus der Türkei, aus Jugoslawien entlang der deutschen Grammatik dann die Schwierigkeiten auftauchen. Also solche Klippen, um die geht's. Und wie lassen sich Englisch, Französisch und Spanisch leichter lernen? Schaut mal, wispert Jim Knopf, da ist die Straße, die wir suchen. Und da ist The House, das Haus von Frau Malzahn. Das heißt, sie bekommen die Vokabel The House mal eben nebenher mitgegeben, haben wahrscheinlich gar nicht gemerkt, dass es das erste englische Wort ist und haben es dann danach, so wie Kinder eben sind, wahrscheinlich schon verinnerlicht. Der Trick sei vor allem, dass man Geschichten mit bekannten Charakteren verbindet, sagt Anne Pelzer vom Pons Verlag. Und egal ob in Mathematik, Sport oder Gemeinschaftskunde, die Buchmesse zeigt eins. Alle Fächer werden für den Schüler alltagstauglich gemacht. In Mathe rechnet man sich die Tonchancen für den eigenen Heimatverein aus, in Sport filmen die Schüler
den Klassenbesten beim Weitsprung und posten es anschließend bei Facebook. Und in Gemeinschaftskunde erleben sie den 30-jährigen Krieg in 3D. Keine großen neuen Inhalte, sondern einfach die Kinder heute wollen nicht mehr lesen. Sie wollen mit ihren Smartphones irgendwo spielen. Was ich bedauere, ist, dass die ernsthaften Themen nicht so sehr in der Öffentlichkeit stehen, wie Gelder bereitstellen für Whiteboards, für digitale Unterrichtsmodelle. Weil die Basis dafür ist die Lesekompetenz, ist die Sprachkompetenz, ist Rechtschreibekompetenz. Und die gibt es halt im Moment nicht. Michael Geiger, Abteilungsleiter des Bildungsmedienservice, empört sich darüber, dass es scheinbar niemanden interessiert, dass ein Viertklässler aus Berlin den Wissensstand eines Zweitklässlers aus Bayern hat. Er macht dafür vor allem die neuen Trends im Bildungsbereich verantwortlich. Aber die Lehrer, die Bücher schreiben über Schule, so wie Philipp Möller, die interessiert das sehr wohl. Herr Möller, Sie haben auch gerade wieder genickt. Lesekompetenz, auch ein riesiges Thema in Ihrem Buch. Ja, natürlich. Ich habe mit 6 Klässlern gesprochen, die überhaupt nicht ansatzweise in der Lage waren, mir aus einem Buch vorzulesen. Und wenn sie es vereinzelt konnten, dann waren sie weit davon entfernt, Sinn entnehmen zu lesen. Also mir auch zu sagen, was nachher da drin stand. Da habe ich eben kognitive Zustände vorgefunden, die ich mir nicht hätte erträumt. Also das war wirklich erschreckend. Herr Klaffel, wie viele Bücher und Kabarettisten braucht es denn noch, damit die Politik endlich merkt, was es geschlagen hat? Da bin ich sehr pessimistisch. Also die Kabarettisten werden es nicht schaffen und die Bücher, ich glaube auch nicht. Nein, es muss irgendwo von der Bevölkerung her, die Eltern müssen irgendwann verstehen, dass es nicht Sache der Lehrer ist, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Es ist immer so, wenn irgendwo ein Problem auftaucht, was weiß ich, Waffenmissbrauch oder Drogenmissbrauch, dann ist immer, da müsste die Schule jetzt was tun. Gleichzeitig haben aber die Lehrer ein dermaßen schlechtes Image in der Bevölkerung, dass man eigentlich das, was man ihnen zuschanzt, ihnen aber gleichzeitig nicht zutraut. Und ich glaube, da muss irgendwann einmal Bildung ernst genommen werden. Bisher ist es immer so ein Schlagwort, die Politiker tauschen das aus und da kommt immer wieder mal eine neue Idee und Bildung sind unsere Ressourcen und solche Sprüche. Aber was dann konkret passiert, dass wirklich, was weiß ich, dass sich das auch zum Beispiel mal in einem Wahlergebnis niederschlägt, dass man sagt, ja, wo ist denn der Bildungsansatz da? Welche Partei macht denn das? Welche hat denn da Ideen? Das ist nicht da in der Bevölkerung. Wenn man da fragt, was in einem Parteiprogramm zum Thema Bildung drinsteht, bei der Partei oder bei jener, das kennt niemand, das interessiert niemand. Das ist einfach kein Thema. Und ich glaube, solange da in der Öffentlichkeit nicht dieses Bewusstsein da ist, dass es wirklich brennt, auch bei uns in Bayern, das muss ich auch ganz klar dazu sagen. Und weil wenn wir da angeblich 2 Jahre voraus sind, schön und gut, aber wir sind insgesamt immer noch hinten nach, hinter dem, was sein sollte und müsste und könnte auch, wenn da in der Bevölkerung nicht eine Idee dazu da ist, dass da was getan werden muss, sondern naja, wenn man darüber jammert, wo die Milliarden hingehen nach Griechenland oder sonst irgendwie, aber wenn man das eigentliche Problem, das wir zu Hause hier haben, nicht erkennt, ja, dann sehe ich schwarz, dann helfen keine Bücher und kein Kabarett. Dass wir es trotzdem machen, dass wir es trotzdem versuchen, ist klar, wir bleiben dran, aber unter anderem mit Ihrem aktuellen Programm 40 Jahre Ferien, ein Lehrer packt ein. Sie sind da gerade mit auf Tour. Herr Möller, wie sehen denn Ihre Pläne aus? Sie sind inzwischen kein Lehrer mehr, muss man sagen. Dadurch, dass ja die Senatsverwaltung plötzlich anders entschieden hat, wo Sie sich gerade entschieden haben, eigentlich weitermachen zu wollen, sind Sie nicht mehr im Schulbetrieb? Ist das undenkbar, dass Sie da nochmal einsteigen? Das würde ich nicht sagen. Es gibt auch durchaus Situationen, die ich heute vermisse als ehemaliger Lehrer. Es gab wirklich wunderschöne Stunden auch. Es gab ganz tolle Begegnungen mit Schülerinnen und Schülern. Es gab ganz tolle Begegnungen auch mit Lehrerinnen und Lehrern. Und ich möchte nicht ausschließen, dass ich irgendwann vielleicht sogar wieder als Lehrer arbeite, vorausgesetzt, irgendjemand stellt mich nach dem Buch noch ein. Das kommt natürlich noch dazu. Ich bin ja inzwischen freier Schriftsteller, arbeite an meinem 2. Exposé fürs 2. Buch. Das wird auch definitiv erscheinen. Aber ich möchte Bildung eben vor allen Dingen auch in meiner Arbeit für die Giordano-Bruno-Stiftung eben zum Kernthema für das Jahr 2013 machen. Ich habe Kontakte zu einer ganzen Menge Leute, die sich damit professionell auseinandersetzen, im Gegensatz zu mir. Und möchte, wenn möglich, eine Initiative auf die Beine stellen und würde mich im Moment schon freuen darüber, wenn ich auch von den Hörerinnen und Hörern, die eben auch das Buch gelesen haben, auch Feedback bekomme auf das Buch. Das geht zum Beispiel auf facebook.com/ischgeschulhof. Da kann man mir also direkt
direkt schreiben, was man von meinem Buch hält. Ich freue mich eben auch vor allen Dingen über gegenteilige Berichte, nicht nur über zustimmende. Aber ich möchte versuchen, den Impuls des Buches mit in eine Initiative zu übernehmen, die ganz klar sagt, Bildung geht vor, das Thema muss angepackt werden, vor allen Dingen professionell. Herr Klaffel, was würden Sie über sich als Lehrer eigentlich im Kabarett sagen? Wie würden Sie sich darstellen? Haben Sie was ganz Witziges an sich? Ich glaube, ich habe nichts Witziges an mir. Ich habe vielleicht eine besondere Beobachtungsgabe und ich kann über mich selber lachen. Das ist vielleicht, und das ist auch eine Eigenschaft, die man als Lehrer haben muss. Wenn man sich mal verrannt hat, wenn mal was schiefgegangen ist, dass man sich auch darüber selber amüsieren kann und auch zu den Schülern sagen kann, tut mir leid, das ist jetzt schiefgegangen. Das muss man können. Aber ich glaube, irgendwie eine besonders witzige Figur bin ich eigentlich nicht und möchte auch in der Schule meinen, schon von den Schülern erwarte schon einen gewissen Respekt. Nicht, weil ich Lehrer bin, sondern weil ich der bin, der die Möglichkeit hat, da irgendwas rüberzubringen. Also nicht wegen meines Alters oder sowas, wobei das unser nächstes Problem ist, aber da machen wir jetzt nicht ein neues Fass auf. Mein neues Programm heißt nämlich Unterrichten, bis der Denkmalschutz kommt. Und das beschreibt auch ein bisschen die Situation, die wir hier in Bayern haben. Hans Klaffel, Philipp Möller, wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie heute unsere Gäste waren und wünschen toi, toi, toi für künftige Vorhaben. Philipp Möllers Buch Ich geh Schulhof ist bei Bastei Lübbe erschienen, kostet 8,99 Euro. Lehrerdeutsch, Deutschlehrer von Hans Klaffel gibt's bei Langenscheid für den Preis von 9,99 Euro und mit seinem Programm 40 Jahre Ferien ist er gerade auf Tour, heute Abend zum Beispiel in Mindelheim. Das war's für PISA Plus. Lehrerinnen und Lehrer, die über Schule schreiben, damit haben wir uns heute beschäftigt. Und die Infos zu den Büchern wie zu den Programmen stellen wir natürlich auch noch ins Internet auf unserer Homepage www.dradio.de. Danke fürs Interesse und fürs Zuhören. Jetzt geht's weiter mit den Nachrichten und danach übernimmt das Musikmagazin von Corso Kultur nach 3. Am Mikrofon war Kate Malaike.